Hey Leute, willkommen zum Video. Ich zeige euch heute drei richtig effektive Übungen für die hintere Schulter. Und bei der hinteren Schulter müsst ihr immer wissen, dass die Gesundheit mit der Optik auch Hand in Hand läuft. Ihr werdet jetzt nicht nur eine aufrechtere Haltung bekommen, sondern ihr werdet auch optisch viel besseres Erscheinungsbild haben. Zum Beispiel auf der Bühne werdet ihr auch davon profitieren, nicht nur in den Back- und Side-Posen, sondern die hintere Schulter wird euch auch in der Frontpose breiter erscheinen lassen. Am Ende von dem Video zeige ich euch, wie ihr verschiedene Übungen für die hintere und seitliche Schulter kombinieren könnt, in Form von Trippelsätzen. Und ich werde euch noch über die Frequenz und das Volumen vom Schultertraining Empfehlungen geben. Meine aktuelle Lieblingsübung ist eine Rear Delt Row. Ich mache die da momentan an einem Kabelzug. Ihr könnt sie aber im Gym auch an verschiedenen Maschinen machen, also an jeder möglichen Maschine könnt ihr das machen. Wichtig wäre es nur, dass ihr einen semi-neutralen Griff habt, der euch eben ermöglicht, dass ihr da so weit wie möglich in die Kontraktion hinten kommt. Und was auch wichtig ist, dass man schaut, dass die Schulter nicht nach unten zeigt, sondern die Schulter sollte eben oben bleiben, während ihr diesen Griff macht und nach hinten kommt, so wird eben die hintere Schulter maximal kontrahiert. Ich verwende bei der Übung den Griff von Prime. Man kann aber auch alle möglichen Griffe verwenden, also jetzt auch so einen Griff zum Beispiel, wo man sich so Handles einfach auf der Stange rauf montiert. Oder eben auch, wäre auch eine Möglichkeit, so einen Griff zu machen, nur sollte er dann noch ein bisschen kleiner sein, also dass ihr die Handles da ungefähr habt. Das gibt es hier auch in der Variation. Bei der Übung selber ist es wichtig, dass wir nicht irgendwie aktiv nach oben oder nach unten drücken im Schultergürtel. Es gibt auch keine Protraktion oder Retraktion. Ja, wir versuchen einfach so neutral wie möglich im Schultergürtel zu bleiben und versuchen dann eben aus der Position so weit wie möglich nach hinten zu kommen. Bei keiner anderen Übung für die hintere Schulter seid ihr in so einem stabilen System und könnt so viel Gewicht auch bewegen und in diese Position kommen. Das ermöglicht euch auch einfach wirklich eine gute Progression zu erzielen, weil die Übung schaut immer gleich aus und ihr könnt es regelmäßig steigern über einen langen Zeitraum. Wie auch bei anderen Rudervariationen oder Zugvariationen würde ich euch da empfehlen, dass ihr euch vorstellt, dass eure Hände, also Finger wie Haken sind, und von den Rep Ranges würde ich da mal am Anfang ein bisschen eine höhere Rep Range nehmen, also hier so in die Richtung 13 bis 15 Reps, und je besser man sich mit der Übung vertraut gemacht hat, desto schneller kann man auch mit niedrigeren Rep Ranges arbeiten. Für alle, die jetzt noch nicht im Gym trainieren können wegen der aktuellen Situation, die können das Ganze mit einem Resistant Band machen. Ich mache es jetzt da einfach, halte einfach da an dieser Kabelzugstation. Immer das da rum, Beine dagegen, damit ich auch stabil drin sitze. Und ich stelle mir einfach vor, ich habe da so einen Griff und ziehe das dann wieder nach hinten, eben mit der, ohne dass die Schulter einknickt, aufrecht bleiben und fest nach hinten ziehen in die Kontraktion. Und das Gute am Band ist da auch, dass ihr, wenn ihr wirklich in die Kontraktion geht, einfach noch mehr Spannung auf die hintere Schulter habt. Das heißt, ihr könnt es richtig gut von vorne rausfeuern und wirklich maximal in die Kontraktion gut reinkommen. So, es geht weiter mit der nächsten Übung. Und zwar ist die ähnlich vom Prinzip her zur Rear Delt Row. Wir machen das jetzt mit der Kurzhantel und die Übung ist wie ein aufrechtes Rudern, nur für die hintere Schulter. Ich nehme jetzt links und rechts eine Hantel. Stelle mich gerade hin, leicht nach vorne lehnen, und jetzt versuche ich eben gegen die Schwerkraft die Hand nach oben zu bewegen, so weit wie möglich auch wieder volle Kontraktion für die hintere Schulter. Es kann sein, dass da ein bisschen der Nacken auch mit drauf geht, ich versuche aber ein bisschen dagegen zu arbeiten oder versuche mich wirklich auf die hintere Schulter zu fokussieren, und vielleicht im allerletzten Moment kann es halt sein, dass der Nacken ein bisschen mit drauf geht.
Die letzte Übung sind Banded Pull-Up Bars. Da braucht ihr auch wieder nur ein Resistance Band dazu. Im Studio kann man jetzt zum Beispiel an so einem Kabelzug auch Reverse Fly machen. Aber es eignet sich das Band extrem gut, eben um die hintere Schulter zu trainieren, weil man eine konstante Spannung auch da hat. Ich kann jetzt schon am Anfang versuchen, das Band schon unter Spannung zu bringen. Wenn ich in der Startposition bin, habe ich schon komplette Spannung drauf. Und die Belastung wird dann noch größer, wenn ich jetzt nach hinten gehe. Ja. Da versuche ich auch nach außen zu denken. Und ich schaue, dass ich da meine Traps, also meine Nacken wieder nicht zu stark ansteuere, dass ich da nicht irgendwie so zusammenkomme, ja, komplett. Zum Beispiel, wenn man das so macht. Ja. Ich schaue eben, dass ich ein bisschen nach vorne rotiere und dann eben nach außen denke. Wie so eine Hinge-Bewegung eigentlich für die hintere Schulter. Das gleiche, wie wenn man jetzt eben Bent-Over-Cable-Flies macht. Das heißt noch einmal, ich nehme das Band auf Spannung, rotiere ein bisschen nach vorne den Schulterblättern und ziehe es dann auseinander. Und versuche da auch so viel Range of Motion wie möglich zu erzeugen. Gut, diese zwei Übungen, die ich jetzt als letztes gezeigt habe, die könnt ihr auch miteinander sehr gut kombinieren, auch mit Übungen für die seitliche Schulter. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hergehen und eben mit dieser Rear Delt High Row starten. Dann kann man zum Beispiel gleich auf Seitlegen wechseln. Und zum Abschluss eben wieder die Banded Pull-Up Bars. Ganze auf High Reps und auch viele Sätze, und ihr werdet jetzt einen extremen Pump in der hinteren Schulter, in der seitlichen Schulter bekommen. Alle Übungen hintereinander ohne Pause, und dann kommt erst die Pause. Also da geht es wirklich darum, ein bisschen metabolischeren Stress zu erzeugen für die Schulter, der auch sehr gutes Schulterwachstum eigentlich erzeugen kann. Also Empfehlung wäre da 20 bis 30 Reps bei diesen drei Übungen aussuchen, die hintereinander zu machen, und das Ganze 4 bis 5 Mal, also 4 bis 5 Sätze, ziemlich viel. Und da kommen wir auch schon zum Frequenz- und Volumenvorschlägen von mir, also Empfehlungen. Ich würde euch empfehlen, eigentlich jeden Muskel zweimal die Woche zu trainieren. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr habt irgendwo eine Schwachstelle, jetzt zum Beispiel die Schulter als Schwachstelle, könnt ihr also die Frequenz auch auf 3 erhöhen. Das geht ganz leicht. Und vom Volumen sagt man so, ja, 20 Sätze für die Schulter ist ein guter Einstiegswert. Man muss immer dazu zählen, was zählt man jetzt für die Schulter. Ja, bei allen drückenden Bewegungen ist die vordere Schulter dabei, bei allen ziehenden Bewegungen ist die hintere Schulter dabei. Das heißt, man muss da immer schauen, das Volumen ist sehr individuell, und am besten macht man das zusammen mit einem Coach oder mit der eigenen Erfahrung, dass man das Volumen anpasst und einfach schaut, wie viel Volumen vertragt man. Danke an alle, die jetzt noch dabei sind bis zum Ende vom Video. Es wird mir sehr viel helfen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir ein Like oder einen Kommentar da lasst. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwas an Mehrwert gebracht, dass ihr im Training weiterkommt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und macht weiterhin gute Gains. Euer Flo.